Ja, da stehen wir nun am Strand. Die Larve zappelt. Dich orientieren, wo du gelandet bist. Was macht man so als erstes, wenn man am Strand landet? Ich würde sagen, wir gucken mal nach, ob wir Other noch than the infection, you're more or less intact. A alles miracle, beisammen given everything haben. you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Ich brauche ein Heilmittel. Okay. Finde ein Heilmittel. Das ist eine gute Idee. So. Wo sind wir hier? Am Strand. Another step forward. Kann ich hier Wasser trinken oder irgendwas? Nee, brauche ich das überhaupt? Da vorne liegt ein zerfleischter Fischer rum. Und eine Megatentakel liegt hier, die offensichtlich noch atmet. So, wo ist denn hier der zerfleischte Fischer da? Oh Gott, der Arme. Inside. Gucken wir mal, der hat immerhin ein paar Taler dabei. Gibt es hier irgendwas, was wir sammeln können? Da vorne liegt ein Rucksack. Open up. Der könnte hilfreich sein. Ein gerüschter Aufschneiderhut. Ja, den nehme ich mal mit. Ich weiß nur nicht, kann ich den tragen? Okay. Gut, ich sehe aus wie ein Steinpilz, aber ist okay. Den nehmen wir mal mit. Meergras. Mal gucken, vielleicht gibt es hier noch Meergras. So. Hier liegt noch ein Toter. Oh, hier liegt Hirni. Oh, du hast Fettgold dabei. Das nehmen wir mal mit. Was ist hier mit Hirni? Hirni hat nichts mit. Tja, Hirni, wenn ich ehrlich bin, du warst eh keine große Hilfe. Wo geht's hier hin? Was ist das hier? Ein Fischeimer. Ich nehme alles mit hier. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Ein Buch. Und wir rudern, die Gischt spritzt ins Gesicht. Und wir rudern, die Gischt, sie stört uns nicht. Und wir rudern, das Meer zu unseren Füßen. Und Umberle beruhigt den Sturm. Und das ist schön. Gedichte für Seeleute. Sehr schön, das lasse ich mal hier liegen. An diesem etwas kaputtgeschlagenen Steg kann ich hier noch was finden. Meergras. Kann ich hier noch Meergras finden? Wo ist es denn, das Meergras? Da! Komm her, Meergras. Habe ich leuchtend rote Stiefel? Bin ich hier durch den Toten gelatscht? Das tut mir leid. Ein parfümierter Brief. Sowas sollte man immer mitnehmen. Das hört sich immer mächtig nach Sidequests an.
Pass auf, ich frage, ich suche erstmal hier. Man weiß ja nie. Mehr Gras? Noch mehr Gras? Ich habe einen Wegpunkt entdeckt. Hier sind noch mehr Hirnis. Ich bin hier nicht der Einzige. So, hallo. Ganz offensichtlich der falsche Schlüssel. Stop! Not another step or I'll... Kein Schritt weiter, oder ich? It's you. It's you? I saw you on the ship. You survived then. Ja, ich habe das überlebt. Feel what she feels. Anger, confusion, resolve. You. You've got the same thing I do. Och, die ist auch besessen. I felt it. Ja, aber ich habe die schickere Mütze. Diese Kreaturen haben euch auch entführt? Ich habe diesen geistigen Tausch schon einmal erlebt. The same. It must be that tadpole they put in our eyes. I assume that's what caused our minds to... Aber die scheint ehrlich zu sein. Die erzählt uns gleich von ihrem Problem. Beruhigt euch. Wir sind entkommen. Wir haben überlebt. Es gibt keinen Grund, theatralisch zu sein. Ich glaube doch. Mit so einem Wurm hinterm Auge. I don't know much, but enough to be afraid. This is how they breed. We host their spawn, and once they're ready, they'll tear right through us. I'm not sure how much time we have left, but I'm not going to wait to find out. You and I need a healer. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. I'm hoping something of use might be behind this door, but I've barely made a dent in it so far. Okay. Keine Chance, so. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Okay, das wird wohl nicht der einzige Eingang sein. It already has. These things here didn't die in their sleep. I'm going to see what's at the top of this cliff. Hopefully there's no more of these creatures along the way. Hoffentlich gibt es unterwegs nicht noch mehr von diesen Kreaturen. Logischerweise. Es wäre gut, noch jemanden zu haben, der mitkämpft. Mir scheint, dass ihr wunderbar auf euch aufpassen könnt. Haben noch andere den Absturz überlebt? Es waren viele Leute in den Kapseln. Ich gehe, bevor noch mehr Dinge aus dem Wrack kriechen. Das stimmt. Ich würde aber mal nach mehr Überlebenden. Nein. Okay. Okay, guck mal auf, die laden wir mal ein. Company for our final moments. But you're right. Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. You can call me Shadowheart. So, ihr könnt mich Schattenherz nennen. Euer Name ist ungewöhnlich, ich heiße Aslia. Nun beeilen wir uns besser. Das bequatschen können wir... Ja, ich gehe voran. Das ist gar kein Ding, dass es passt. Ich gehe voran. Ich kenne mich hier nämlich auch nicht aus. Das wird uns bestimmt zu ganz neuen Ufern führen. Hier liegen noch mehr rum. Ah, okay. Hier ist Bäh. Hier ist voll ein Geweide. More of those wretched things. Mehr von denen? Was? Wo denn? Was denn? Okay, entführter Bürgerlicher.
Immerhin. Oh, der hat richtig viel dabei. Der war wohl einer von den Wohlhabenderen. Nur geholfen hat sie nichts. Guck mal, dafür hatte er nichts. Ich gehe mal davon aus, der Bürgerliche hatte dem Nichtshabenden etwas weggenommen. Weswegen der Nichtshabende auch nichts mehr hat. So, hier war ich schon mehr oder weniger. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Da ist ein Intellektueller, nein, ein Intellektverschlinger. Aber ich erinnere mich, dass der nicht der Einzige war. Daran kann ich mich wirklich erinnern. Hier ist nämlich der Zweite. Die sind nicht mehr ganz so gesund. Aber was kann sie denn? Auf den Kopf hauen. Das kann sie. Better stay back. One strike could be lethal. Another day, another fight. Schön. Komm mir nicht zu nah. Ach, guck mal, da oben ist noch ein Dritter. Was kann die noch? Erstmal nichts. Kann sie in Bereitschaft stehen? These boots have seen everything. So Mädchen, mach ihn alle. You fight well. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. Das ist aber nicht schlecht. Aber die hat ordentlich Damage gekriegt. Da hätte ich vielleicht zuerst drauf schießen sollen. Time to press ahead. Dann hätte das hier eine Gehirnerschütterung gegeben. Ja, gehen wir hier schön nochmal alle durchwühlen. Der hat einen Schädel dabei und eine stachelige Knolle und einen Heiltrank. Den drücken wir ihr gleich mal ins Auge. So. Und ein Brandstifteröl. So, pass mal auf den Heiltrank. Flasche. 4 bis 9, 4 bis 9. Was hat sie denn überhaupt für eine Waffe? Hallo? Stufenaufstieg. Ach, das ist schön. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Muss ich hier irgendwas skillen?
guck mal, die könnte selber Wunden heilen. Okay, und Gelegenheitsangriff. Ja, sehr schön. Was kann ich denn... Feenblut. Was bist du denn für eine? Kleriker. Kleriker mit spitze Ohren. Kleriker können, glaube ich, schwere Rüstung tragen. Weisheit. Na, guck mal, die ist... Ja, Gesundheit erhöhen. Gesundheit ist erhöht. Jetzt muss ich mal echt überlegen. Kann ich hier irgendwie Abbild beschwören? Ich glaube, ich muss mir das dringend mal durchlesen. Tote vertreiben. Geh weg. Ja, ich nehme das mal alles mit hier. So, warte mal, du warst doch auch irgendwie. Bist du nicht auch Stufe 2? Waldläufer Stufe 1. Ne, hast natürlich wieder nichts kaputt gemacht, ne? So, pass auf, dann wollen wir... Okay, die ist wieder gesund. Das finde ich klasse. Den Zauber können wir irgendwann wieder gebrauchen. So, dann... Ich will auch mit runterkommen. Was ist? Achso, wir sollten uns ein bisschen besser kennenlernen. So, that's to say you'd like to pry a little. You do seem like the type, I must say. Hm. Inquisitive, looking for connection. It's every man for himself, and you're looking to make friends. Admirable, I suppose. Or desperate. I'm not quite sure. Ich bin verzweifelt und ich nehme das Erstbeste, was hier auf der Straße rumläuft, wie eine Klerikerin, die es irgendwie besser weiß. So. That's all you're entitled to, for now. Our parasite problem doesn't make you my confidant. Okay, vereint im Parasiten? Ja, komm, komm, geh erst mal weiter hier. Teile ich mein Gold eben nicht mit dir. So, Meergras. Ich teile auch mein Meergras nicht mit dir. Das ist alles meins. Das ist zu mir gekommen. Mein Schatz. Belladonna. Ich sehe schon, das ist wieder so ein Blümchenpflückerspiel. Eigentlich harmlos aus. Wie kann man hier hochgehen? Vielleicht kann man von hier oben was sehen. Vielleicht sollten wir hier unser Lager aufschlagen und die Larven ausbrüten. Nee, ich glaube, wir sind unter Zeitdruck.
Oh oh. Hey, I need some help. Er braucht Hilfe, sagt er. Hallo. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem. Gehen wir weg. Ich bin mal nett. Ich mache hier alles für Geld. Wo ist er denn? There. Can you see it? Just a dumb boar. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. I just need information. I saw you scuttling about on the ship. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. Verblassende Erinnerungen. What's going on? Das ist der Wurm, der Gedankenschinder. Oh, das verbindet. Nein. Ich habe offen gestanden, keine Ahnung. Steckt das Messer weg, dann sage ich euch alles. Ja, das ist doch mal ein Vorschlag. Wobei, ich sehe, er hat keins mehr. Ich. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ja, ich hätte dasselbe getan. A kindred spirit. Ich bin sogar noch viel verwandter, als du denkst. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Baldoria, dich vorstellen. Du bist auch Baldoria. Das finde ich ja genau. My, my. You've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? So, und... Habt ihr auf dem Schiff etwas über diese Würmer herausgefunden? Ja, leider, sie machen uns zu Gedankenschindern. Antwort 2. Ich weiß, dass wir sie nicht in unseren Köpfen haben wollen. Ihr wisst so viel wie ich. Na, ich würde sagen, wir wissen ein bisschen mehr. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, der hat Löcher am Hals. It hasn't happened yet. Hast du da Akne? If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Aber es ist noch nicht geschehen. Und wenn wir einen Experten finden könnten, jemand, der solche Dinge kontrollieren kann, dann haben wir vielleicht eine Chance. Kontrollieren? Wir müssen die loswerden. Ja, ich muss aber los, aber ihr könnt euch mal im Lager ausruhen. Ich habe genug Zeit verschwendet. Nee, ich möchte das Ding loswerden. Well, yes, of course. But first things first. First things first. Ich würde sagen, Ladies first und ich zuerst. So. Ihr solltet mit mir reisen, gemeinsam. Ja, ich nehme alles mit, was geht. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flare ship and walk away seems like a good person to know. Die Akne am Hals. I accept. Aber er steht in der Sonne. Lead on. Zack, ich need something? Nein, ich okay. Kommt mir ein bisschen vor wie bei Twilight. So, was ist hier mit der Kiste?
Warning, da ist nichts. Ich würde sagen, ich gehe mal weiter wieder raus. Irgendwie müssen wir ja was finden. Wieder in das Schiff zurück? Hier ist noch ein Shindy. Hey, kommt mal her, alle. Ich habe hier einen Shindy gefunden. A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. Ich frag mal nach dem Weg. Hallo? Approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Ja, Intelligenz, ausgerechnet ich. Schlau wie Scheibe Toast. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Nee, ich, Hallo? Warum kann ich das nicht sehen? In der ersten Episode zieht sie blank, aber die Gewalt darf ich nicht sehen. Death is too good for it. Genau, der Tod ist zu gut für dich. So, was gibt's da hinten noch? Ah, genau, erstmal gucken, was der noch bei sich hat. Eine leeren Knolle und ein Heiltrank. Heiltrank, kann man nie genug haben. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nein. Kommt, Jungs, wir durchqueren hier den Korpus. Da hinten sehe ich irgendwas Merkwürdiges. Goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Goblins. Toter Goblin hat einen Knochen dabei. Ich wollte schon immer Knochen mitnehmen. Der hatte sogar einen Krummsäbel. 4 bis 9. Goblin-Bogen. Lagervorräte. Die können nicht schaden. So, was zappelt da hinten? Alter Siegelkreis. Komme ich hier wieder zurück in das... Ja. Komm mal bitte einmal her hier. Hier gibt es noch einen Shindy. Gibt es hier noch was anderes, was man looten kann? Es sieht nicht danach aus. Dann würde ich sagen, kehren wir nach oben zurück. Kommt mit, Jungs. Ach, jetzt hat der wieder sich in den brennenden Busch. Was ist los, mein Freund? Bisschen aufpassen musst du schon selbst. Das kann ich nicht für dich übernehmen. So, was kann das Ding hier? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous,
Ich würde sagen, ne? Wenn ich es nicht mit der Zunge berühren darf, dann wenigstens mit den Fingern. Hallo? Was passiert, wenn ich jetzt... Aua! A hand? Anyone? Wer könnte einer helfenden Hand... ja. Nein, ich mache keinen Bonus hinzufügen. 17. So, komm mal hier. Komm, shake hands. A hand, anyone? Ja. That's it. Go on. Keep pulling. Ist das ein Gnom? Ich will Gnome sehen. Sieht nicht wie ein Gnom aus, aber er hat einen... eine Robe. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Sieht aus, als kriegen wir unsere Party hier zusammen. Uff, hallo. Ich bin Gale aus Tiefwasser. Verzeiht, ich beherrsche das eigentlich besser. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ist alles in Ordnung? Euch vorstellen... ich stelle mir auch mal vor, das ist höflich. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Nautiloid as well. Wir waren auf dem Nautiloiden. Ja, ich kann das so bestätigen. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Ich kann nicht lügen. End of a rather unwelcome insertion in the ocular region. So, dann kann ich nur davon ausgehen, dass auch ihr einer recht unangenehmen okularen Penetration ausgesetzt. Ja, das würde ich sagen. Ich habe da mal ein echtes Auge drauf geworfen. Ihr hättet es nicht widerwärtiger beschreiben können. Doch, hätte er. Aber, ja, fahr mal fort. Die Parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis. And let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? Ihr seid nicht zufällig Klerikerin, Ärztin, Chirurgin. Ich hätte Surgeon. Eine dabei. Uncannily adroit with a knitting needle. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most cleric skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be. Die meisten, doch ich hoffe mich. You don't happen to be one of them. In Anwesenheit der wenigen zu befinden, was? Nochmal. Die meisten, ja. Ich hoffe, doch ich hoffe, mich in Anwesenheit der wenigen zu befinden. Ihr gehört nicht zufällig dazu. Okay, ich bin Waldläufer. Ich kann Pflaster aufs Knie kleben und pusten. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ja, ich nehme erstmal alles mit. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Das hoffe ich. Okay, jetzt haben wir noch einen Zauberer dabei. Magier von Tiefwasser. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Da gebe ich ihm recht. So, ich würde gerne mein Inventar mal ein bisschen umverteilen. Ich hatte doch vorhin irgendwie so ein nettes Kleidchen gefunden, ne? War das nicht so?
Ich habe natürlich wieder nur gemütliche Kleidung an. Was hatte ich denn vorhin gefunden? Hier, schlichte Robe. Aber die geben wir mal an Gale, unseren Zauberer. Eine schlichte Robe. So, unsere Klerikerin, die kann mal eins der Kurzschwerter oder den Krummsäbel der Goblins bekommen. Ne, warte mal. Halt mal, was, womit kämpft denn hier der Vampir? Einen Dolch. Ist ein bisschen schwach auf der Brust, okay. Sie kämpft mit einem Streitkolben, der ist 2 bis 7. Ich glaube, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, war das in World of Warcraft? Kleriker durften keine Schneidwaffen tragen? Ich guck mal, ich habe ja noch ein paar Waffen hier bekommen. Bei 2 bis 7, 4 bis 9. Pass mal auf, das drücken wir hier mal Schattenherz ins Inventar. Goblinbogen, der kann nicht viel. Goblin-Krummsäbel. Ein Federkiel. Zweimal Schädel. Ätzende Knolle, ein Beil. Normaler Kurzbogen. 4 bis 9. 4 bis 9. Okay, die machen jetzt alle keinen Unterschied. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal unsere Klerikerin an. 2 bis 7, was habe ich gesagt hier? 2 bis 7. Ich habe noch nichts Stärkeres. Ein Diadem. Ich freue mich. So, du hast einen Dolch und einen Bogen. Das ist auch in Ordnung. Salutations. Immerhin, du hast einen Magierkampfstab. 0 bis 7. Kann aber umwerfen. Du bist so umwerfend. Der hat auch eine schlichte Robe. Ja, dann würde ich sagen, behalt die mal an. Dann brauchen wir jetzt nichts umverteilen. Klippen am Stadtrand. Most excellent. Nein, ich hätte gerne hier meine Stufenaufstieg. Ja. Kann ich denn hier untersuchen. Kann ich hier... Ah, hier kann ich den Stufenaufstieg machen. Entscheidungen ausstehend. Was willst du denn? Ich brauche unbedingt Wunden heilen, Zauber. Jägers. Mit Tieren sprechen. Okay, ich mache hier den Dr. Doolittle. Das wäre natürlich auch was. Lange Schritte. Tierfreundschaft. Die Kreatur darf nur einen Intelligenzwert von höchstens 3 haben. Okay. Alles, was doof ist im Wald, ist mein Freund. Fesselnder Schlag, Fernkampf. Dieser Angriff beschwört einen Dornenranke. Könnte strategisch hilfreich sein. Nebelwolke. Das klingt gut.
Kampfstil. Ich bin Fernkämpfer. Ich will auch Fernkämpferin bleiben. Ich hoffe, dass Armbrust und Bogen ungefähr dieselben Fernkampfwerte benötigen. Ein Schurkenmorchel. Ist das ein Murkenscheuche? So. Kommt mal ran hier auf den Meter. Gibt es hier irgendwas in der Gegend, was wertvoll ist? Nein. Warte mal, ich erinnere mich schwach daran, dass man hier oh ja. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Kapelleneingang. Ich würde hier gerne einmal speichern. Weil ich mich dran erinnern kann, dass nämlich die Jungs da drin, mit denen man gleich kommuniziert, nicht freundlich und sehr schwer waren. Ja, jedenfalls so schwer für mich damals, weil ich wahrscheinlich auch zu blöd war. Both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Sieh an, die Konkurrenz ist auch schon da. Das ist unser Schiff. Täuschen. 12. Nein, ich würfel einfach mal so und habe ins Klo gegriffen. Die sind leider zu schlau. You're all hot air. Think you can get us to leave that bounty to you? Not a chance. What are you lot waiting for? Get her! Das finde ich jetzt schade. Wo ist die Magierin geblieben? Miss Magic, da oben. Und hier gibt es auch noch einen murkeligen Scheuchen. So, einen Scheuchen, einen schurkeligen Mäuchen. So, komm mal her. Ich würde sagen, ich probiere mal den Zauber aus hier. Und würde mich jetzt gerne ein bisschen zurückziehen. Zu beenden. Von da aus kann ich nicht schießen. On my way.
Wie viel hat er denn noch? Ein? Er hätte ja auch mal tot umfallen können, ne? Fehlschlag, du Dödel. Na, hallo. Death is but a word away. Klettert da runter. So, wo ist sie? Da hinten. Und wo ist der kleine Gnom? Der kleine Säurescheißer, der ist da oben. Versteckchance, wenn ich das richtig sehe. Okay, die kann was. Ja, in den Rücken geschossen. Es tut mir leid. Ich weiß, das ist nicht sonderlich fair. Könnte der sich nicht auch irgendwie heilen? Ich würde trotzdem mit dem gerne das Eis. A better position. Hm.
on my way. Going. Okay, ich erinnere mich, dass der Kampf mal sehr viel schwerer war. What now? Let's move. Take your... Okay, ich bin jetzt nicht so der beste Heiler. Wer kann hier noch heilen? Okay, das geht. No time to rest. Erstmal nehmen wir alles mit, was geht. Dann gucken wir hier unten. Jetzt hängt der da in den Rabatten fest, ey. So, wir nehmen erstmal alles. Let's have a look. Auch hier von dem kleinen Frosty. Das ist in Ordnung, denke ich mal. Ranken, ach so, da kann man dann... Okay. Lass uns mal hier oben sammeln. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen hier oben mal einen Cut. Wir haben es Gott sei Dank überlebt. Ein paar Blessuren haben wir davongetragen. Ich würde hier gerne nochmal speichern, jetzt wo ich es diesmal überlebt habe. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Achso, hier die Kiste wollten wir doch mal reingucken, ne? Ja, wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder mit ein. Ich versuche weitere Folgen zu drehen. Ob ich das heute noch schaffe, weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal. Ja, ansonsten lasst mir ein Like da oder lustige Kommentare. Ich freue mich über sowas. Bis denn.